So, willkommen zum Spiel Nummer 4. Ich trinke erstmal noch einen Schluck. Und los geht's. So, wenn ich das jetzt Spiel gewinnen kann, beziehungsweise eins der nächsten Spiele gewinnen kann, stehen wir im Finale. So viel dazu, aber kein Druck. Dem Board haben wir nur Counting House als 5, der hier nicht gut ist. Nicht die Alternative. Masterpiece mit Kolonien auch nicht wirklich die Alternative. Steward, denke ich mal, ist hier die Eröffnung. Hermit ist natürlich nicht schlecht, allerdings kann man sich damit nur Dreierkarten nehmen und ich will eigentlich eine Menge Vierer. Miliz, Steward. Ich habe es heute mit doppelterminellen Eröffnungen. Aber er macht's auch. Und ist nicht kollidiert. Allerdings. Oh, was ist das denn hier? Allerdings kann ich auch kein Anwesen entsorgen damit. Und er kann zwei entsorgen. Jetzt trifft mich die Miliz. Ich komme nicht auf 5. Das ist hier auf dem Board allerdings auch nicht nötig, weil die Fünferkarten schlecht sind. Irgendwas Conspirator-mäßiges macht vielleicht Sinn. Deswegen eine Festung. Hier kann ich zumindest zwei Anwesen loswerden, ist schon mal gut. Sorg meine Kupfer. Und jetzt brauche ich erstmal noch eine Festung und danach gehe ich auf Trade Route. Zur Handelsroute, damit kann ich einen Pluskauf kriegen und außerdem Festungen entsorgen. Und die ich dann wieder auf die Hand kriege. Und wenn dann Siegpunkte gekauft werden, wird sie noch mal besser. Er holt sich die hier auch. Habe ich meine 5-Karten-Hand. Jede Runde muss er ablegen, ist schon mal gut. Ein 6-Karten-Deck habe ich, meine ich. Damit komme ich auf jeden Fall erstmal jede Runde dazu. Ha, dazu nicht. Das. Hier an der Stelle war der Zusatzkauf noch nicht so gut. Und ich buffe mal mein Net Trade Route schon mal um 1. Er hat Platin. Und auch ein sehr dünnes Deck.
ist natürlich nervig. Klasse Hand. Richtig schlecht. Ein Zug verschenkt dadurch sozusagen. Und die erste Kolonie. Allerdings kann ich auch schon längst Kolonien kaufen, denke ich mal, mit Conspirators. Ja, du hast eine Kolonie. Und es steht genau 10 zu 0. Noch eine Trade Route. Ups. An der Stelle ist es natürlich doof, dass. Naja, ich brauche auch die Trade Route diesmal nicht unbedingt. Dann hole ich mir halt nur die Kolonie. Jetzt müsste ich natürlich sonst immer eine Kolonie entsorgen, weil ich die Trade Route als letzte Karte spiele. So, diesmal nicht. Ich spiele schon langsam wieder unkonzentriert. Jetzt ein Keller ist, denke ich mal, gut, obwohl Keller natürlich von Miliz ordentlich gestört wird. Hier Provinz. Da er Startspieler ist, dürfte er auch Probleme haben, wenn er von den Punkten her gleich ziehen muss. Also er muss mich überziehen von den Punkten. Festung. Conspirator. Ja, gut. Ich ziehe dann halt einen nächsten Zug passiert. Dafür habe ich jetzt 16 und kann Kolonie plus Duchy. Obwohl, vielleicht sollte ich weiter an meinen Ketten feilen, dass ich auch die letzte Kolonie sicher kaufen kann und er mich hier nicht Big Money-mäßig mit Provinzen auskontert und bei mir alles zum Stillstand kommt. Oh, der Keller ist echt Gold wert. Der Keller hat's gemacht in dieser Runde. Damit sind die nächsten Spiele relativ ohne Belang. Aber ich spiele sie trotzdem. Also bis